Okay, probieren wir es. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die sind so süß, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein ganz besonderes Video, denn es ist ein neues Kochbuch von der lieben Pamela Reif rausgekommen. Das ist ja ein Snack-Kochbuch, finde ich mal richtig cool, mal was ganz anderes. Und ich dachte, wir testen mal drei ihrer Rezepte und schauen, ob dieses Kochbuch sich lohnt. Ich finde ja ihr anderes richtig, richtig gut. Das verlinke ich euch auch gerne in meiner Infobox. Ich finde, sie hat da echt coole Rezepte drin. Ich habe jetzt drei Rezepte rausgesucht und wir testen die und machen natürlich die Live-Geschmackstests, ob das besonders ist. Und dann würde ich sagen, let's go! Also sie hat sowohl süße als auch herzhafte Rezepte hier drin. Sie hat zum Beispiel sowas wie eine ganze, ja, ein ganzes Riegelkapitel, also verschiedene Riegel, verschiedene süße Sachen. Aber ich dachte mir, wir probieren mal so drei sehr unterschiedliche Sachen aus. Yes, das erste, was wir testen, ist das hier. Und zwar ist das Sellerie gefüllt mit Erdnussbutter. Klingt, finde ich, total crazy. Ich habe das, glaube ich, schon mal so bei Amerikanern gesehen. Und zwar ist das hier mit Sellerie, Erdnussmus und Rosinen. Klingt komisch, schreibt sie auch. Aber tatsächlich ist die Kombination von süß-salzig und knackigem Gemüse überraschend gut. Ich hole mal alles und dann machen wir das Ganze mal. So, ich habe jetzt mal alles rausgeholt. Ich war im Supermarkt. Sellerie ist tatsächlich auch gerade noch bis Dezember in Saison. Dann hier Erdnussbutter, die mag ich sehr, sehr gerne. Die ist nämlich wirklich nur, besteht nur aus Erdnüssen. Und ich habe jetzt Cranberries genommen, weil unsere Rosinen waren komplett vertrocknet. Ups. Und so soll das Ganze aussehen. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Man muss jetzt einfach nur hier Sellerie waschen, putzen und in so Sticks schneiden. Und dann das Ganze mit dem Erdnussmus bestreichen und die Cranberries drauf machen. Also das kann eigentlich nicht so schwer sein. Deswegen mache ich das jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob man das hintere ab mitessen kann, aber ich glaube jetzt mal nicht. Und ich glaube, ich lasse die Sticks so. Okay, kommen wir zum Erdnussmus, Erdnussbutter. Schön verteilen. Gott, ich bin so gespannt, wie das schmecken wird. Ja, und jetzt kommen hier meine Rosinen bzw. Cranberries drauf. So, das Endergebnis. Es sieht so crazy aus, aber es sieht auf jeden Fall aus wie auf ihrem Foto. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Wir machen mal den Geschmackstest. Okay, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Sellerie ist ja wirklich einfach ein Gemüse. Ich habe das noch nie so gegessen. Ja, mal schauen. Witzig, hier steht übrigens, dass der Snack 1950 schon erfunden worden ist und in einigen Kinderbüchern tatsächlich auch ist, um Gemüse für Kinder cooler zu gestalten. Und ich muss sagen, es schmeckt echt lecker. Die Kombination aus dem Süßen mit den Cranberries oder dann Rosinen, diesem Erdnussigen und dem erfrischenden Sellerie schmeckt wirklich gut. Okay, was ist mein Fazit? Mein Fazit ist, ich würde das definitiv nochmal machen. Hätte ich nicht gedacht. Aber es ist natürlich ein super leckerer, gesunder Snack mit relativ wenig Kalorien. Man kann ja entscheiden, wie viel Erdnussmus man nimmt. Bei 5 möglichen Punkten bekommt dieser Snack 4 von 5. Muss ich echt sagen. Ich hätte es nicht erwartet, aber ich würde es mir nochmal machen. Total crazy. Das ist auch, glaube ich, das verrückteste Rezept, was ich im Buch gesehen habe, obwohl es so mega simpel ist. Aber Empfehlung. Ich habe ja eben gesagt, dass es auch ein super, super gesunder und vor allem kalorienarmer Snack ist. Und falls es bei euch so ist, dass ihr zum Beispiel das Pamela Reif Buch habt, weil ihr euch sagt, ja, ne, da hat man ja auch immer die Kalorienangaben. Sie macht das ja auch immer so, dass hier Kalorien steht und aufgespaltet in Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Vor allem für alle, die da auch so drauf achten mit diesen Makros. Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Aber ich weiß, wenn man zum Beispiel so Fitness macht und ein gewisses Ziel hat, dann muss man da ja auch gewisse Werte erfüllen und am Tag essen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Falls euch aber dafür interessiert, wie viele Kalorien ihr zu euch genommen habt oder ihr abnehmen wollt oder zunehmen wollt oder einfach euer Gewicht halten wollt oder vielleicht auch irgendein Fitnessziel habt, dann kann ich euch eine App empfehlen. Die habe ich selber entdeckt. Ich kenne die schon länger und zwar nennt die sich Fitatu. Sehr, 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 sehr coole App und zwar habt ihr da verschiedene Möglichkeiten. Ich blende euch die gerne mal ein. Und zwar habt ihr einen riesigen Rezeptkatalog. Also ihr habt wirklich Rezepte aus jeder Kategorie, also Frühstück, Mittag, Abendessen, Snack. Sehr, 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 sehr cool. Auch hoher Eiweißgehalt zum Beispiel gibt es die Kategorie. Also wie gesagt, für alle, die so Fitness interessiert sind, ist das ja sehr, sehr wichtig. Dann habt ihr einen Ernährungsplan unten. Das heißt, ihr könnt euer Frühstück, eure Zwischenmahlzeiten, Abend, Mittag und so eintragen. Dann seht ihr auch mal, wie viele Proteine, Fette und Kohlenhydrate dieses Gericht hat. Was übrigens sehr cool ist. Ich hatte heute Morgen, ein Kinder-Schoko-Fresh. Und ich kann euch das mal zeigen in der App. Das ist ziemlich cool gemacht. Und zwar könnt ihr da beim Frühstück eingeben, zum Beispiel, ich hatte das jetzt nicht als Frühstück, aber als Snack, könnt ihr dann einfach hier den QR-Code scannen von der Packung.
Dann sehen wir, ein Schokofresh hat 20 Gramm und das kann ich dann auswählen und dann sehe ich nämlich auch, was mein Kinder-Schokofresh hatte. Und wenn ich da drauf klicke, kann ich übrigens auch sehen, was zum Beispiel gesunder dran ist, die Haselnüsse, aber natürlich eher nicht so gesund ist Zucker und Palmöl, was ja auch hier drin ist. Also es ist sehr interessant, da einfach mal sein Essen zu reflektieren. Richtig, ihr wisst es ja auch, ich bin gar kein Fan von Diäten oder so, bei mir ist das wirklich ein Lifestyle. Ich esse genauso gerne mal Schokofresh wie auch so gesunde Snacks, was wir eben gemacht haben. Also bei mir ist das wirklich eine Balance und vor allem sehr intuitiv. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, das mal tracken zu können, weil es sicherlich so ist, dass ich mal einen Tag zu wenig, mal einen Tag zu viel esse, wie auch immer. Aber am Ende gleicht sich das ja immer aus. Also für mich persönlich funktioniert das Intuitive auch sehr gut. Also es ist übrigens eine App, aber geht auch über den Webbrowser. Die haben aber auch natürlich, wenn ihr zum Beispiel Mittagessen wart, irgendwo im Restaurant, dann haben die zum Beispiel auch den McDonald's Cheeseburger einfach so drin, eine Portion. Und dann könnt ihr das eintragen. Es gibt davon übrigens eine kostenlose Version, aber es gibt auch eine Abo-Funktion. Und die lohnt sich total. Also das kostet aktuell, weil es ja Black Week ist, 9,99 € für das gesamte Jahr. Ist krank reduziert, es kostet mich eigentlich 99,90 €. Das sind nur noch 83 Cent im Monat übrigens. Also das ist wirklich ein krasser Deal. Da habt ihr zum Beispiel den Vorteil, dass ihr zum Beispiel auch eine Trinkerinnerung bekommt, dass ihr genug trinkt, dass ihr darauf achtet. Das gehört ja eigentlich auch genauso zum gesunden Lifestyle dazu. Ich verlinke euch die App super gerne mal. Und ich finde es sehr, sehr spannend, weil man da eben, wie gesagt, nicht nur einfach sein Essen eintragen kann, sondern auch noch so viele Hintergrundinfos bekommt. So, das nächste Rezept sieht auch so lecker und saftig aus. Und zwar sind das Energy Balls. Da hat sie auch so ein ganzes, so ein ganzes Kapitel. Und zwar machen wir pinke Himbeerballs, weich und saftig. Dafür braucht man eigentlich nur drei Zutaten, und zwar Datteln, Haferflocken und Himbeeren. Ist ja aktuell keine Saison, deswegen habe ich mich jetzt für Tiefkühlhimbeeren entschieden. Schreibt sie auch, dass man die auch nehmen kann. Eine Prise Salz brauchen wir gleich noch und vielleicht Kokosraspeln zum Wenden, aber ich wiege das jetzt hier erstmal ab und gebe das einfach in so einen Smoothie-Maker. Das sollte eigentlich kein Problem sein, hoffe ich. Und dann mache ich das jetzt erstmal. So, fangen wir mit den Datteln an. Und zwar brauchen wir hier 90 Gramm. Das sind 12 Stück, die sie jetzt hier hat. Jetzt überlege ich, soll ich nur die Hälfte machen? Ich glaube, ich mache nur die Hälfte, weil ich muss das ja auch alles jetzt essen heute. Ich finde, sowas schmeckt meistens nur in den ersten 2 Tagen. Also ist bei mir zumindest so. Ich bin aber auch so ein Mensch, der, ich esse gerne so frische Sachen. Da ist ja jeder anders. So. Dann brauchen wir Haferflocken. Die Hälfte von 75 sind 37. Mal gucken, ob ich das so genau hingeregelt. Ist ja auch nicht so wichtig, aber naja, ungefähr sollte man sich an die Angaben schon halten. Mehr oder weniger ist alles da drin gelandet. 37 Gramm Himbeeren. Wow, das ist ja auch eine gute Menge hier. So, das war's. Ich mache da jetzt noch eine Prise Salz rein und dann mixe ich das Ganze erstmal. So, das ist jetzt sozusagen mein Teig, der dabei rausgekommen ist. Ich habe jetzt schon mal den ersten Energy Ball so geformt und wälze das jetzt hier einfach mal so ein bisschen in Kokosraspeln. Das sieht aber schon lecker aus. Das ist natürlich deutlich nasser, glaube ich, wenn es mit Tiefkühlhimbeeren gemacht ist, als wenn es mit frischen wäre. Aber gut aussehen tut's. Davon mache ich jetzt mal die anderen. So, einmal zum Vergleich. Ich würde sagen, das habe ich sehr, sehr gut gemacht. Das war jetzt auch wirklich mehr als simpel. Aber die sehen wirklich richtig, richtig, richtig lecker aus und super saftig. Wir testen jetzt mal, aber optisch schon mal auf jeden Fall ein Knaller und vor allem so schnell gemacht. Und das kann man auch einfach mal easy als Snack für Gäste oder so machen. Okay, probieren wir es. Ich bin sehr, sehr gespannt. Durch die Datteln natürlich schön süß. Ein ganz bisschen säuerlich durch die Himbeeren. Ich glaube, mit frischen, so im Sommer, ist es natürlich noch ein ganz bisschen leckerer. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, dass ihr gute Datteln habt. Also ich mag diese weichen hier immer gerne. Gibt es auch von DM, das sind diese entsteinten. Natürlich nicht geschwefelt oder so. Weil ansonsten, wenn ihr so richtig harte habt, dann funktioniert das natürlich nicht. Dann müsst ihr die ersten heißen Wasser einweichen. Aber so, 5 von 5. So, das ist das nächste Rezept. Eine gebratene Banane mit Mandeln und Joghurt. Sieht sehr, sehr lecker aus. Natürlich auch eigentlich eine super Idee zum Frühstück. Ist auch sehr simpel gemacht. Und zwar braucht man einfach nur Bananen. Die sind jetzt schon ein bisschen reifer. Ich habe auch noch neuere, aber die sind, ich glaube, es ist gut, weil die sind ja schön süß. Eine Bio-Zitrone, ihr könnt einfach Zitronensaft nehmen und Mandeln. Man kann aber auch alternativ scheinbar Kokoschips nehmen oder so. Und ja, wir machen das jetzt Ganze in die Pfanne, weil dann karamellisiert das so lecker. Und ich finde übrigens, das sieht ein bisschen verbrannt aus. So, ich habe das Ganze jetzt in Kokosöl hier angebraten. Oder brate das hier gerade an. Kleines Fazit. Wow, das ging jetzt so schnell. So, das ist das Endergebnis. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Nur zum Vergleich, das ist ihr Foto. Klar, natürlich auch noch ein bisschen cooler hier in der Backform und vor allem, dass ihre Bananen ganz geblieben sind. Aber ich glaube, das tut dem Geschmack sozusagen keinen Abbruch. Wir machen jetzt mal den Taste-Test. Ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. So, wir probieren einfach mal. Ich bin sehr gespannt. Ich liebe eigentlich auch Kokosjoghurt, ne?
Ich liebe die Bananen. Die Bananen sind einfach ein Traum. Perfekt für die kalte Zeit jetzt im Winter. Die sind so süß, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ne? Das ist so lecker. Ah! Ich hatte übrigens Zitronensaft auf die Bananen geträufelt, habe ich das erklärt. Auf jeden Fall ist das sehr lecker, weil dadurch hast du was leicht säuerliches, süßes. Ich glaube, ich würde das gar nicht so essen. Ich würde immer das mit Müsli essen und dann als Frühstück zum und dann am besten als Frühstück. Absolut ein Träumchen, das kriegt 5 von 5, ganz klar von mir. Würde ich definitiv wieder nachmachen, also werde ich definitiv wieder nachmachen. Ich finde definitiv, das lohnt sich, es sind coole Snacks dabei, vor allem kann man sich da echt coole Inspiration holen. Und ich bin eh so ein Snackmensch, also ich liebe Snacks noch mehr als richtige Mahlzeiten. Ihr könnt gerne mal kommentieren, was eure liebste Mahlzeit am Tag ist. Bei mir ist es definitiv Frühstück, deswegen ich mag ja am liebsten süße Sachen, wie ihr gesehen habt. Aber hier sind ja auch herzhafte Rezepte bei. Also ich muss sagen, Daumen nach oben, absolute Empfehlung. Ansonsten abonniert mich gerne, das ist natürlich kostenlos. Es kommen 2 bis 3 Videos die Woche. Und ansonsten könnt ihr auch gerne bei Instagram vorbeischauen, da bin ich auch sehr aktiv. Gibt auch immer viele Verlosungen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!